da ist einer hochgekommen. Nein, oh, da kommt aber ja jetzt hoch. Sie wollen uns ein. Oh nein. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer PvP-Arena-Kampf-Battle zusammen mit Ungespielt in der Uncom-PvP-Show auf dem Gomma-HD-Server bei mir ohne Facecam, weil mein Akku alle ist, demnächst wieder. Und wir haben einfach hier so ein paar Diamantsachen ausgerüstet bekommen und kämpfen jetzt hier einfach gegeneinander. Wo bist du? Wo bist du, Conny? Ich bin auf dem Schiff. Oben? Ja, okay. Ich habe gerade einen getötet. Conny und ich nehmen auf. Also. Was sagt er, Alter? Alle gegen alle. Wir machen also gleich einfach drauf. Aber verteilt euch mal erst. Verteilt euch mal. Wenn ich jetzt sterbe. Sterbe. Nehme ich nicht auf. Boah, hey, du bist ja schon am Aufnehmen. So. Kurz bitte mal alle verteilen. Nein. Ah, ich bin tot. Egal, kein Problem. Ja gut, ey, es ist sinnlos. Ja, man kann sich einfach rein an, man kann sich einfach anfangen und dann geht's schon los. Oh Mann, Simon, das ist doch PvP, ist doch klar, dass hier jeder gegen jeden ist. Ja, aber ich hab grad was, aber man, das ist einfach nur Massaker, das macht nur draufhauen. Anstatt, dass man mit gar nichts startet und sich dann eigentlich einfach Kisten suchen muss. Aber einfach nur draufhauen, aber das, die Leute kommen mal wieder, irgendwie, wo ist der Sinn? Ja, das frage ich mich ja auch, das ist einfach nur sinnloses drauf rumschlagen. Okay, ich habe irgendwie gedacht, es gäbe hier vielleicht einen Sinn. Simon meinte, das wäre voll interessant. Geht's? Boah, echt? Ist ja eigentlich gar nicht, ne? Das ist einfach nur schlagen. Okay, scheiße. Ah, ja, los, wir kämpfen uns jetzt einfach ein bisschen durch. Komm mal unten ins Schiff rein. Es gibt ja auch kein Essen, das ist ja zum Kosten. Wenn man kein Essen mehr hat, dann ist man ja sowieso auf ausgeliefert. Also in dem Tode. Wo bist du? Unten im Schiff auf dem Kronleuchter. Ich lauf gerade vor so Leuten weg. Oh Mann. Wenn man stirbt, spawnt automatisch direkt wieder. Ich liebe das! Du siehst Leute und kommt Box einfach drauf. Ja, wenn du stirbst, kommst du direkt wieder mit deinen gleichen Sachen. Wo bist du denn? Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Oh Gott, nein. Wo bist du denn genau? Ich hab noch einfach niemanden gehauen. Ich bin oben, da wo man repaired wird, da wo man wiederbelebt wird. Oh mein Gott. Ich hau einfach keinen. Ich bin Pazifist. Mal gucken, ob die Leute mich einfach töten, obwohl ich nichts tue. Ich bin mich lieb. Ich möchte einfach nur hier wohnen. Das ist ja jeder gegen jeden, von daher werden die dich wahrscheinlich schon ich schlagen. Wohne hier einfach nur, okay? Ich bin der friedliche Öko. Ich möchte einfach nur hier wohnen. Ich drehe jetzt öfter am Schiff. Ich lenke uns, ich fahr uns zur Karibik. Wo bist du denn? Oben am Steuerrad. Ich versteck mich jetzt hier in so einem Raum, bis einer kommt. Ich lenk das Schiff. Komm bitte hoch. Das kann ich öffnen, aber komm ja. Komm jetzt hoch, das Steuerrad ist so schwer, ich brauch zwei Leute, um das zu drehen. Okay, am Steuerrad bist du. Ja komm, ich hab nicht mehr viel Leben, noch 20 Resette nicht mehr. Weil ich hab Hunger. Okay, ich bin auf dem Weg. Oben am Steuerrad. Ah. So ein lustiger Modus, einfach nur. Das ist einfach ein richtig hirnrissig. Wo ist denn das Steuerrad hier? Man kann sich irgendwo wegbacken. Ah, da oben bitte. Aber ich hab nicht mehr so viel. Aber da oben sind die ganzen anderen, da will ich nicht hoch. Die schlagen mich ja wieder alle. Ja? Komm, wir spielen Titanic. Ich bin der König der Welt. Conny, bist du das? Ja, ich werd geschlagen. Boxin, ich helf dir. Lass Conny in Ruhe, verdammt. Bin gleich oben. Nein, ich bin tot. Ach, das warst du gar nicht. Ich wollte dich retten. Doch, das war ich. Hä? Ich wollte dich retten. Aber das warst du nicht, den ich retten wollte. Ja, tot. Oh, hier sind so viele Leute. Irgendwie ist das sinnlos, finde ich. Weil mit Diamantrüstung ist halt einfach sinnlos, dass man Diamantschwert oder Diamantrüstung hat. Also es wäre besser, wenn man... Nein, schlag mich nicht. Simon wird nur geschlagen. Nein, ich will dich auch beschützen. Frieden. Oh, ich nehme dieser Conny. Nein, ich bin tot. Nein, ich auch. Ich hab Angst. Und, runter mit dir! Ich hab ihn unterschrieben.
Mann, das ist einfach so ein Massaker-Spiel. Ich hab kein Leben mehr, ich hab kein Leben mehr. Boxe. Ja, das wahrscheinlich auch nicht so viel Leben. Ja, runter mit dir. Ich kann nicht mal was schreiben, ohne dass ich geschlagen werde. Oh Mann, oh Mann. Da hat sich Gomme was ganz Innovatives einfallen lassen, dass es einfach allen die gleichen Sachen gibt. Ja, und Simon, das... Simon, jetzt schlagen. Und dass es kein Essen gibt. Ich habe einen Geheimweg gefunden. Conny, vielleicht sollten wir uns das Ziel setzen, etwas Besonderes aus unserem Dasein zu machen. Leute, lasst uns fangen spielen. Nein, Mann, verstecken wäre richtig killer. Wer findet mich? Okay, ich hab mich versteckt. Aber am Arsch der Welt, du. Da ist ein Glasblock. Den muss ich. Nein, oh, knapp dran vorbei. Oh, ich versteck mich gerade vor allem. Die schlagen sich da unten gerade. Vom einen ist das Schwert kaputt. Conny, ich hab den mega Geheimweg gefunden. Ja, und ich fiste die hier gerade alle. Ja, Mann, wo bist du denn? Unten am Schiff, ganz unten. Oh, jetzt, okay, ich bin unten in der Luft. Also ich falle und falle und falle. Und ah, okay, okay. Das ist guter Geheimweg, du. Ja. Jetzt! Eskalation! Situation. Wo bist du denn? Wir verteidigen unser Haus. Ich bin tot, ich bin des Todes. Ich hab auch ein Herz, ein halbes. Ich hab ein halbes Herz. Mit diesem halben Herz muss ich überleben. Oh, ich hab ein halbes Herz gehabt. Jetzt die Hauptdings runter. Ich bin wieder runter. Leute, die ist mein Video. Ich bin in so einem riesen Raum unter dem Schiff. Ah, und ein Typ ist hinter mir, der will mich doch nur schlagen. Aua. Ohne Witz, da wäre Skype noch lustiger gewesen. Ja, ich glaube auch. Wow, wow, wow. Ah, Mann. Ich meine, diese Leute, die dann dieses Peace nicht akzeptieren. Oder sollen wir den Server vorstellen? Weil der ist ja frisch eröffnet. Sollen wir sowas sagen wie, ja, es gibt hier Survival Games und es gibt... Ja, aber das ist doof, wenn wir das jetzt mitten im Video machen, weil dann schreiben wir das in Titel und dann sehen das Leute und dann denken die so, hey, die machen das ja gar nicht. Das machen wir wann anders mal. Und zwar ist der Server gommahd.tk, habe ich ja letztes Mal schon mal gesagt. Und das ist sehr cool. Ja, und wir wollten mal vielleicht da auf dem Skyblock mal unser eigenes Skyblock. Genau, wir wollten unser eigenes Skyblock mal machen. Da könnt ihr einfach mal einen Daumen hoch geben, wenn ihr auch sowas wollt. Aber das hier ist irgendwie mega sinnlos. Ja, das hier, da dachten wir jetzt so, nee, wir fangen jetzt nicht mit Skyblock an so spontan, wir machen jetzt hier wieder hier sowas Geiles. Weißt du, die PvP-Show, ich hab so ein verzaubertes Schwert gehabt. PvP-Show ist natürlich auch... Okay. Wir werden wahrscheinlich dann Skyblock machen. Leute, noch sterben! Haben wollt, also schreibt es einmal mal in die Kommentare, beziehungsweise gebt einfach einen Daumen hoch, das ist einfacher. Und dann werden wir uns das mal anschauen, ob das eine große Begeisterung ist. Geht weg von mir. Haltet mich. Geht weg von mir. Echt, ganz oben auf dem Schiffmast drauf, ganz oben. Geht weg von mir. Simon, da beim Spawnpunkt, ne? Stell dich mal vor den fetten Pfeiler nach oben. Geht weg von mir. Nein. Warum geht der nicht weg von mir? Aber egal. Ich kann alle verbrennen. Wo bist du denn? Ja, ich bin da, wo man spawnt. Ja, soll ich damit jetzt einfach runterspringen von dem Ding? Warum hat das Schwert nicht so gemacht, dass ich jeden One-Hitte? Achte mal auf den Pfeiler. Ich spring da jetzt runter. Hä? Ich krieg von rechts und links Schläge. Simon. Ja, ich bin doch geschlagen worden, der Hölle. Okay, ich springe jetzt in den Spawn-Bereich. Ich springe. Ja, spring los. Spawn-Bereich. Achtet nach oben. Los. Gib so, mir mal jetzt. Bitte Rückstoß. Ich bin tot. 1.000. Und Conny auch. Wieder tot. Ah, geht mal weg. Vielleicht kriegen wir jetzt ein fettes Rückstoßschwert. Von wem? Von dem Admin. Boah, das ist weggeladen. Dann können wir alle so richtig wegschlagen. Dann fliegen die einfach nur aus dem Schiff raus. Ja, Mann. Also wir haben uns halt gedacht, wir machen das hier, weil es ja irgendein PvP-Show, da muss ja PvP sein. Aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, sowas, so ein sinnloses Draufkloppe, das gefällt mir nicht. Irgendwie, keine Ahnung, wo ist denn der Spaß hierbei? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was man da verbessern könnte. Das würde mir vielleicht auch helfen. Weil dann könnte man vielleicht Sachen dran verbessern. Was? Ja, hier, was man hier verbessern könnte, damit es mehr Spaß macht, weil, also, keine Ahnung, das
Ah, oh, nein, ich falle. Dass halt alle mit null Sachen starten, nur mit dem Holzschwert, und dass dann in den ganzen Kisten Sachen verteilt sind, aber in jeder Kiste sind halt immer so die gleichen Sachen drin und auch unendlich viele. Hä? Also, dass wenn jeder reinguckt, dass dann, Ja, aber das Doofe ist dann, die Leute, die dann gutes Equip haben, werden dann die Leute, die am Spawn direkt killen, die bestellt kein Equip kommen. Das ist auch wieder das Doofe. Also, ich finde persönlich... Ah, geh weg von mir. So. Ah, ich habe jetzt meine Kammer gefunden. Wenn man eine Phase bekommt und dass man dann seine Sachen finden muss. Also da gibt es mit Sicherheit ein paar gute Prinzipien. Aber so wie es jetzt ist, dass einfach alle Diamantsachen bekommen, das ist so ein bisschen komisch. Komm, ich komm ins Schiff runter, komm ins Schiff runter. Nein, ich komm hoch und alle schlagen mich. Haha, ich hab verdammtes Schwert, was willst du machen? Als ob, hast wirklich? Ja, ja. Oh, er ist auch nicht tot gewesen. Ich hab ein verdammtes Schwert, da sterben die Leute so schnell. Komm schnell ins Schiff rein runter. Komm runter ins Schiff, ich hab so eine Kammer. Raum Nummer 9. Oh, da kommt jemand. Wenn er reinkommt, ist er tot. Nein, es gibt keinen Frieden hier. Nur. Nein, gib es nicht. Nein, Alex. Nein, gib es nicht. Nein, weg, weg mit dir. Wird er verbrennen? Ich sehe es. Nein, lass mal die Tür. Du hast deine Tür aufgemacht. Tut mir leid. Wenn du meine Tür aufmachst, musst du wieder brennen. Jetzt haut er mich wieder, jetzt haut er mich wieder. Und ich bin gleich bei dir oben. Komm, runter musst du runter. Oh, ich bin oben auf dem Schiff am Steuer, Mensch. Na, am Steuer? Dann geh, komm, wir gehen, ich komm zum Steuer. Oh, jetzt muss ich versuchen, da durchzukommen, okay. Irgendwie, was ist das für ein sinnloser Spielmodus? Ihr könnt ja mal einfach wirklich in die Kommentare schreiben, wenn ihr so einen Spielmodus hier spielt, was wünscht ihr euch für so einen Spielmodus, wo man einfach nur knüppeln muss? Wollt ihr irgendwelche besonderen Extras? Weil Gommel kannst du ja selber einstellen. So, ich komm hoch. Du hast Concrafter verschont, deswegen musst du sterben. Sehr spassi. So, alle, die hochkommen, töten! Los, zieh auf die Leiter, zieh auf die Leiter, zieh auf die Leiter. Der macht aber Frieden. Oh Mann, das ist traurig. Das ist, das ist egal, auf die Leiter zielen. Und alle, die jetzt hochkommen. Oh, da ist schon wieder jemand. Schulzi. Ah, er ist Cheater. Schulzi, sofort Cheater, ey. Schulzi. Sofort der Aslak. Cheater. Hier, da kommen Leute hoch. Geht weg! Ja, wir verteilen jetzt um unser Bug. Mein Gott. Aber ich würde sagen, wir stoppen das auch gleich, weil. Junge, ja, das ist sonst viel zu langweilig für die Zuschauer. Es gibt ja auch. Nein, da ist einer hochgekommen! Nein! Oh, da kommt aber jetzt hoch! Ich bin tot! Sie wollen uns ein. Oh nein! Ist echt tot? Ich versuche wieder hochzukommen. Lass mich durch. Ich klippe einfach auf alle Leute drauf, die mir Frieden zeigen. Weil ich so ein Arsch bin. Nein. Oh, ich hab dich verbrannt, Conny. Ja, ich merk's. Nein, ist ja nicht der. Conny, du haust auf mich drauf. YOLO. YOLO. Naja, also ich muss tatsächlich sagen, ich finde das irgendwo langweilig. Also du wolltest es ja spielen. Ich wollte es spielen, weil da stand PvP-Arena. Ich habe gedacht, das wäre sowas wie Arena. Weißt du, was für mich eine Arena ist? Zwei Leute oder so, zwei gleich starke Teams treffen aufeinander und liefern sich übelsten Kampf. Alle hier sind Team, ey. Oh. Liefern sich übelsten Kampf. Team. Komm mal mit in Slash Leaf. Also, das war's so. Das war, haben wir jetzt einmal das hier vorgestellt. Also, es ist dieses Open PvP auf Gommes Server. Ich zeige mal, wo es ist. Drück mal Leaf. Also, wir sind hier in dieser Premium Lobby. Nur für Leute, die sich wundern. Hä, sowas habe ich noch nie gespielt. Also, das ist die Premium Member Area. Und hier gibt's halt dieses. Und da steht halt PvP Arena, ne? Ich dachte mir so, ja, die Stars Arena, voll spannend. Aber irgendwie, naja, war nicht so. Und, aber hier, wir zeigen auch ganz kurz, also das ist halt der neue Gommel-Server. Genau, und hier ist Skyblock erstmal, das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Da wird euch dann einfach eure Insel, oh nein, wir haben uns jetzt ja schon Inseln erstellt, ne? Deine Insel ist schon voll am Brennen, ne? Ja, aber man kann das ja wieder setupen. Slash Home. Ah, so, ich bin auf meiner Insel. Warte, ich zeige euch mal Connys Insel, die ist nämlich da vorne. Ah, ich sehe sie gerade nicht. Da, sieht alles am Wasser und so. Und hier, komm mal zu mir, besuch mich mal. Drück mal Besuch, hier, man kann Leute besuchen. Weißt du wie? Habt ihr gesendet? Ich weiß nicht genau, wie das geht. Ich muss da ganz kurz jetzt gucken. Accept oder so. Warte mal. Accept Visit. Accept Visit. Oh! Oh, ich hab ganz schön viele. ich hab ganz schön viele angenommen. Hey. Nein, das sind einfach alle Leute. Ja, da. Das ist Simons. Ach so. Hä? Hast du ja mal runtergeboxt? Nee, hier sind jetzt aber zwei Bäume. Ich sehe überhaupt nichts. Komisch. Naja, egal. Bei mir ist keiner. Ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr Skyblock haben wollt. Ja, also so, dass man halt mit anderen Leuten hier zusammen. Guck mal, hier sind überall rundherum Inseln.
Finden. Und man muss sich dann finden und dann kann hier seine Insel ausbauen. So voll lustig. Auf jeden Fall, das PvP-Arena-Ding, das gefällt mir jetzt nicht so gut, weil halt einfach nur sinnlos Klopp ist. Aber hier dieses Skyblock, da hätte ich mal Lust drauf, das über so ein bisschen längeren Zeitraum zu machen, vielleicht. Also, ich sag mal so, vielleicht eine Woche lang und zu gucken, was dabei rauskommt. So als kleines Mini-Projekt oder so. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Also, ja. Wenn das vielleicht nächste Woche gibt es das vielleicht anstatt Uncon PvP-Show, gibt es da vielleicht die Uncon Skyblock oder irgendwie sowas. Ja, sowas. Naja, aber, sehen wir okay. Dann einfach. Dann würde ich erstmal sagen, genau. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung abgeben. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, von den ganzen Spielprinzipien und so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Tschüss. Ich muss noch kurz eine Info geben. Ich bin von heute Morgen ab bei meiner Freundin bis Sonntag. Das heißt, das kommen die nächsten Tage nur ein Video pro Tag. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Ja, also könnt ihr nur einmal rumhaten jetzt bei Simon. Nur einmal haten pro Tag. Und bei Conny zweimal. Spaß. So. Nee, bei mir kommt wahrscheinlich auch noch ein Video. Doch, weil bei mir kommen jetzt wahrscheinlich wieder mehr Videos wegen Klausurphase vorbei. Boah, ich bin ganz unten am Wasserfall. Ja, ich möchte noch ein bisschen für Zeit ganz, mit meiner Freude nehmen und ich denke, was kann die da verstehen. Bin auf minus 0 schon. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao, Leute. Tschüss.